Zu schönen Jas Let's Plays. Wieder mit dabei, die Tanja. Hi, Wir sind hi. exakt da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Hier in irgendeinem Gewässer wieder, wo Jo. dieses komische Mädchen rumschwimmt. Tanja hat gerade schon fleißig geübt, also. Ey, das Rapante, Rapante. Solltest du nicht verraten. Mann. Das Ding ist, man muss hier scheinbar schwingen, um dann direkt an das nächste Kabel zu kommen. Schwingen? Nee, nicht ganz, dafür reicht es nicht aus. Aber man muss sich beeilen. Oder zum nächsten Kabel. So, was ich jetzt eben aber schon gesehen habe, gucken, ob du da hochklettern kannst. Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach nur so ein... Obwohl, doch. Ja, okay, du hast es gewusst. Nee, ich habe es tatsächlich gesehen. Okay, wir kommen hier irgendwo an, auf jeden Fall. Weil jetzt bist du nämlich weiter weg und landest wahrscheinlich tiefer und kommst dann unten durch dieses Türchen durch. Das was? Das Türchen... Durch das Türchen. Nimm Anlauf am besten noch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht zu hoch ist, ein bisschen. Ach der, Quatsch. Ich glaube, der könnte auch sterben, wenn er so hoch springt. Nein, muss doch runtergehen. Oh. Yes, Baby. Oh, nein. Komm schon. Geschafft, siehste. Geschafft, yes. Okay. Ich hätte es jetzt anders probiert. Warte mal, die muss noch tiefer. Sie geht scheinbar bis unter und dann. Sie geht bis unter? Bis zum Boden runter? Nee, sie ist direkt unter dir. Also aber die unter wird mir? Dich jetzt noch weiter verfolgen. Ja, ja. Mach wieder Anlauf und denkst springe. Du, ich kann da auf das Brett springen nee, oder ist das nur Deko? Das wird nur Deko sein, das ist weiter vor uns. Okay, und ciao. Bleib am besten oben irgendwo. Ja. Komm schon, Baby, schwimm. Ich weiß, du kannst es. Okay, ich bin gleich auch irgendwo. Warte mal, das ist doch wieder so ein Schalter, oder? Geh mal rum. Ist das so ein Schalter? Ich weiß nicht mehr, ob hier. Das ist übrigens. Die letzte Aufnahme war im Oktober. Ja, ist ein bisschen Wir haben länger jetzt. Her. Was ist heute? 13. März. Also das ist also 5 Monate her. Stell dir vor. Konntest ja, dich zurück. Was haben wir eigentlich 5 Monate lang gemacht? Ja, du bist nie in Berlin gewesen, hast mich nie besucht. Hast du jetzt geguckt, ob du da drücken konntest? Nö, ging irgendwie nicht. Also ich war oben und. Wie konnte man hier nochmal? Ha! Oh. Wo geht's denn hin? Wieder zurück? Ob das jetzt schlau war, ist die nächste Frage. Also dann wäre es auf jeden Fall deine Schuld. Wenn ich jetzt hier im Wasser, Wasser lande, ja, dann wäre es deine Schuld. Nein, ich lande nicht im Wasser. Aha. Wahrscheinlich. Ja, ich glaube. Also ich glaube, es könnte irgendwas ich glaub, an den ich, Haken. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, ja. Ich glaube, der Haken hat damit irgendwas zu tun. Wir müssen bestimmt jetzt wieder so einen Mensch finden, den was? Wir dann. Ein Mensch. Den du dann fernsteuerst, da reinsteckst und dann rüberschiebst, damit er im Wasser hängt und dann ist das Mädchen an dem Typen dran und nicht mehr bei dir. Aha, sozusagen als Köder, ja? Ja, ja. Ich kann noch ein bisschen spielen. Du kannst auch weitermachen. Nee, das bringt aber gar nichts. Also der schwingt auch nicht weit aus. Denn guck mal nach rechts rüber, im Notfall stoppst du halt. Im Notfall schon, ja. Da unten ist ein Schalter, wahrscheinlich musst du den anmachen. Ja, genau. Okay. Also irgendwie schaffe ich das nicht ganz dahin. Ich hoffe, ich muss nicht ganz von vorne anfangen. Nö, ah ja, nein. Genau dort. Kann ich eigentlich hier irgendwas betätigen? Bei der Tür? Nee, anscheinend nichts. Dann musst du sie vielleicht dahin locken, dass sie an den Haken kommt. Also dahin schaffe ich es noch ganz gut. Ja, aber das eben war zu weit. Aber also du hättest vielleicht es noch geschafft, den Schalter zu drücken, ja. Aber dann wäre sie ja trotzdem an dich dran gewesen. Oh an dir dran. Ah, nee, warte mal, drück mal den Schalter und spring dann rüber. Vielleicht ist sie ja abgelenkt durch das Kabel allein. Denkst du? Weiß ich nicht. Oh, ich wäre fast gestorben dadurch, hast du gesehen? Nee, sie geht sofort nee. Rüber. Ah, das macht das Tor. Okay, noch das so. Macht, ja, aber trotzdem das bringt das nichts. Das schaffst du zeitlich nicht, nee. Also noch nicht so, irgendwas fehlt noch. Ja. Hm. Ich glaube, ja, irgendwas müssen wir uns überlegen. Vielleicht haben wir irgendwas vergessen, aber das glaube ich, ich glaube nicht. Wenn hier ein Checkpoint ist, ja, dann geht es ja, auch weiter, glaube ja, ich. Ja. Zurück muss nur noch nie. Denkst du, Alkohol hilft? Gutes Stressbewältigungsmittel. Nee, ich glaube nicht. Das lässt auf jeden Fall nicht klarer denken, ne? Aber es bringt uns auf andere Gedanken. Ja, das stimmt. Schieb noch mal rüber. Vielleicht will sie einfach nur Freunde. Da hilft auch ihr Unterwasser-Blowjob nichts.
Ist so, der eigentlich okay. gerade automatisch wieder rechts gegangen oder hast du dafür irgendwas gedrückt? Nö, der geht automatisch wieder rechts. Okay, ich bin hier. So, ja. Geh mal runter, genau. Lass mal deine Füße baumeln, wenn das geht. Baumeln. Kommt sie? Ja, sie kommt. Wozu macht man das? Um sie weiter nach links zu locken, damit du rüberkommst? Das vielleicht? Könnte sein. Das könnte sein, dass ich da am Ende, am Ende meine Füße ins Wasser halte und dann mich wieder zurückschwingen lasse, keine Ahnung. Und dann schnell rüber oder so. Weil sie geht ja genau da unter, wo sie dich zuletzt gesehen hatte. Ja, genau. Also, wir probieren es aus. Das wäre quasi... Okay, jetzt schon runter. Hier in der Ecke. Genau. Genau. So, aber es ist ein bisschen langsam. Ne, ist alles gut. Sie geht ja eh unter. Warte, warte, warte noch. Warte. Jetzt noch? Tiefer, tiefer! Ich wusste, du gehst am Schalter vorbei. Ja, ich hätte den Schalter drücken müssen, ich ne? Ich wusste es. Mist! Da war ja was! Aber immerhin wissen wir jetzt, was wir machen müssen. Ja, ich dachte, die Sekunde kann ich mir sparen, aber die wäre ganz wichtig gewesen. Was zählst du denn jetzt? Nichts. Du zählst was? Nein. 21, 22? Oh, hat sie gemacht. Hilf mir. Ich bin Ariel, ich will doch nur ein Land. Ja, ja, ich will doch nur ein Mensch werden. Ein Mönch werden? Ein Mensch, wie du es sagen würdest. Ich bin mir runter, sie braucht eh Zeit. Sie braucht Zeit, da ist sie schon mal. Oh, wunderschön. So, jetzt Endspurt hier. Drück, drück, drück. You got it. I got it. Oh nein. Nein, sag bloß, meine Luft hat nicht ausgereicht. Du hast direkt hochgemusst wahrscheinlich dann. Ah, geil. Ey, dann denkt man, man ist in Sicherheit, ne? Ich wollte gerade noch einen Spruch machen, wie jetzt kommt das zweite Bildchen oder sowas. Ich glaube, ich bin zu. Okay, das heißt auf jeden Fall, du musst Anschwung nehmen, also wirklich Anlauf nehmen. Ja. Und dann direkt hoch dann. Direkt nach oben. Dann hättest du es wahrscheinlich gerade so geschafft oder so. Lernen durch Schmerz. Das hat mein IT-Lehrer immer gesagt. Lernen durch Schmerz. Und er hat immer gesagt, runter, runter, runter. Man muss sich im Leben entscheiden, entweder man ist Hammer oder Meißel. Oh. Ich glaube, jetzt war das nicht so cool. Ja, jetzt hätte ich ein bisschen weiter rechts sein müssen, aber okay. Aber lieber rechts, schauen wir mal. Weiter links sein als rechts sein. Ja, das stimmt. Zieh, 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 zieh. Hoch, 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 nach oben, nach oben. Komm schon, kleiner Junge. Oh, das ist noch gereicht. Unglaublich. Gerade so, glaube ich, ja. Unglaublich, meine Finger tun mir schon weh, wirklich. Ja, du bist halt nicht gewohnt zu spielen. Nee. Dafür stelle ich mich ganz gut an. Das sollten wir mal nicht vergessen. Na, dann will ich sehen, ob du den Sprung schaffst beim ersten Versuch. Ich stelle mich nicht unter Druck. Unter Druck kann ich nicht. Nein, ich mache noch einen Sicherheitssprung. Ein Sicherheitssprung für den Sprung? Für den Sprung. Mehrmals springen hilft einem bestimmt, um das Gewicht zu verlagern. Wir müssten eigentlich sogar relativ nah des Endes sein. Des Endes. The End. The End. Oh, ich hoffe, sie... Da-da-da-da. Komm schon. Ja, das war zu easy. Das war zu easy, glaube ich. Ja, nö, das sollte uns nur zeigen, dass sie in der Nähe ist. Ja, ja. Sie wollte nur Präsenz zeigen. Das geht mit Sicherheit auf, aber nicht von wenn du drauf stehst. Warum geht das nicht? Warum ist das so unten? Okay. Ist das so schwer? Aber das war jetzt wahrscheinlich doof. Jetzt musst du wahrscheinlich wieder nach hinten, um sie wegzulocken. Sonst schaffst du das dann nicht, den Schalter zu drücken. Wo ist der Schalter? Unten im Wasser. Also. Genau. Also ich muss mich einmal kurz hier blicken lassen wahrscheinlich. Vermute ich. Um dann da hinten den Schalter zu betätigen. Hallo. Schnell rüber. Hm.
Und dann würde ich auch vielleicht sagen, erstmal wieder hoch, bevor du weitergehst, weil sonst reicht es vielleicht wieder nicht. Was auch immer überhaupt passiert. Ich kann einfach mal schauen, was passiert. Genau. Ich gehe dann einfach auch direkt nach oben hier. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, also mein Gedanke war schon fast richtig, würde ich sagen. Was hätte ich machen müssen? Na, wieder hochgehen und dann sie wieder rüberlocken. Ja. Da kommt der Zuckerverstand, ne? Der greift sofort. Zuckerverstand in Kombination mit Kombination de Mojito. Con, aber egal. Das Sprachzentrum ist dann außer Gefecht, wenn der Zuckerverstand kommt. So, achso, ja. Da war ja was. Naja, jetzt bist du ja gerade von da gekommen, aber eben bist du ja direkt runter. Dann hättest du jetzt wahrscheinlich auch gleich runtergekommen. Jetzt ist sie direkt runter. Hätte. Sag ich doch. Ja, sogar weiter weg. Das Tor geht bis oben hin, das solltest du vielleicht mal besser schaffen. Ah, gut, das ist doch zur rechten Seite. Oh Gott, ja, ich habe mir noch überlegt. Lieber zur rechten Seite. Ja, jetzt zerlegen hätte sie gleich nicht geschafft. Hallo. Na, ich kenne übrigens einen sehr guten Friseur, ne? Ich könnte hier einen guten Friseur. Jetzt machst du es aber auch spannend. Ja, hör mal. Also du musst zwar die Oberfläche gleich, ja, aber ich würde trotzdem weit nach rechts erstmal gehen. Zack, zack, zack. Flach über der Oberfläche. Ah, Schatzi. Ja, was denn? Haben wir was vergessen? Du hättest den Schalter, glaube ich, wieder drücken müssen. Ach, ja, durch. Klar. Ja, natürlich. Ah. Hättest du es mir nicht früher sagen können? Nee, ich habe es erst gesehen, als du dran vorbei bist. Und ich gemerkt habe, okay, da ist noch viel Luft, aber nach hinten wird es nicht reichen. Jetzt kannst du ja gleich runter zum Schalter. Ich bin mir nicht sicher, aber... Okay. Mach doch, die Wahl. Beim Neustart war sie immer gleich links. Guck mal, die Ding ist ja auch noch offen. Zu. So Hintergrundmusik ein bisschen machen, ja. Oh, siehst du? War sie ganz weit links, ja. Ganz weit nicht, links war sie. Aber manchmal kraut er und manchmal nicht. Natürlich lag das daran. Eklig. Gleich geht's weiter. Doch, ich muss mich hier blicken lassen. Ob ich will, die kommt doch von links sogar. Ja, so ist er doch viel näher. Ich glaube, das liegt eher an seinem Schwimmen. Ich glaube, das liegt eher an seinem Schwimmen. Weil manchmal macht er nur so, nee, manchmal kraut er richtig. Ich glaube, die Tür muss offen sein. Und dann muss ich hier rüber. Nee, das ist, glaube ich, mal durch. Nee, ich glaube, die checkt das schon, wo ich bin. Auch bei der Oberfläche. Ja, das ist direkt unter dir. So, egal, die Tür ist jetzt offen. Und ich betätige jetzt nur den Schalter. Ja, ey, jetzt weißt du, wie anstrengend ist das, um sein Leben zu laufen? Einfach schweben, schweben. Nicht so schnell, ja. Und jetzt schaffst du es nicht jetzt mehr. Jetzt aber. Ah, ich wusste es. Da wollte ich auf Nummer sicher gehen und spring nochmal rein. Um dann zu merken, Ich war wie ein Déjà-vu. Ich glaube, diese Tür hast du schon 6-mal aufgehoben. Ey, sei bloß ruhig jetzt hier. Wenn du mit deinen Ideen ein bisschen schneller gewesen wärst. Immerhin bringe ich welche. Ja, das stimmt allerdings. Tja, man sollte halt nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Oh, diese Frau, ja. Ich dachte, die Hunde am Anfang waren schlimm. Dachte ich zumindest. Ja, aber diese Nummer ein anderer Stress eigentlich, oder? Aber diese Frau finde ich auch schlimm. Das Ding ist, bei der weißt du, dass du dich irgendwo an der Oberfläche in Sicherheit bringen kannst. Die Hunde... Gedacht. Die Hunde waren einfach nur schnell und es waren halt auch immer gleich mehrere meistens, ja. Boing, boing. Sag mal, warum funktioniert das denn jetzt nicht? Vorführeffekt.
Vorführen. Wenn ich denke, ich bin mir sicher. Wenn du denkst, dass du denkst. Wenn ich denke, dass ich denke. Dann denkst du, dass du denkst. Ja, und ich weiß, dass es nichts weiß. Diese Rennerei, ja. Ich habe schon gefühlt ein halbes Kilo abgenommen, wirklich. Ja, sieht jetzt auch nicht gerade aus, als ob er zu viel hätte. Mit einem Sprung kann er ihn los. Aber das ist ja das Schöne an diesen Geschicklichkeitsspielen. Jetzt hat sie sich aber Zeit gelassen, haben die. So, also. Ich schwimme jetzt und ich schwimme erstmal. Ich laufe erstmal darüber. Dann schwimme ich runter, dann rück ich und schwimme durch. Sie. Was wollte ich gerade sagen? Ja, das ist das Schöne an diesen Reicht das? Ja. Ich denke, das reicht. Das ist das Schöne an den Geschicklichkeitsspielen. Oftmals weiß man ja, was man machen muss, aber man kriegt es halt trotzdem nicht hin. Ja, wie Sie sehen. Bestimmt tiefer. Boing. Ich bin mit dem Kopf hängen geblieben. Guck mal da. Aber sie hatte kein Interesse mehr, als sie gemerkt hatte, du bist schon tot. Ja, die wusste es quasi schon vorher. Die Tür. Du kannst doch gleich wahrscheinlich reingehen. Schatz. Nein, das haben wir doch einmal jetzt gemacht, oder nicht? Nein. Na doch. In der Reihenfolge? Nee. Doch. Wir haben es einmal gemacht, ich bin sofort reingesprungen und dann war sie da. War sie direkt neben mir. Oh, das war knapp. Das war eine knappe. Schalali. Push the button and let me know. Vor allem rückwärts ist er rausgesprungen. Das war ein Unterwasser-Backflip. So. Rüber. Also ich gehe jetzt einmal rüber. Du musst nachher halt einfach schräg tauchen. Ja. Schräg nach unten. So, dass ich gerade noch hinbekomme. Schräg. Ja, Madame. Reicht. Na, reicht. Du schaffst es nicht nochmal runterzugehen. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Dass man das auch ausreizen muss, ey. Du hast ja gerade gesehen, es war ja für dich schon knapp genug. Also sie schafft das nicht nochmal, nicht ranzukommen. Ich glaube, ich muss auch hier gleich hoch. Ja. Ja, hat er schon gemeckert. Ja, also hat schon ordentlich vibriert hier. Weird. So, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Pause. Start. Bis zur nächsten Folge.